So, da bin ich wieder. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ja, ich wechsle gleich ins Spiel. Moment. Ich hoffe, es geht dann ein bisschen besser. Ich habe jetzt die Codierung nicht runtergesetzt. Ich kann es ja auch gerne auf 480p runter skalieren, wenn ihr wollt. Vielleicht läuft es dann noch besser, ich weiß es nicht. Ist natürlich dann nicht ganz so schön auf YouTube zu gucken, aber Mann, Mann, der Renderer spackt gerade aber wieder rum, du echt. So, OBS. Da, da, da. Jetzt haben wir's. Gut, dann kann es weitergehen. Was heißt das, Rio? Ich klicke mal eben auf den Link. Moment. Ach, ist das quasi die Verzögerung von Twitch selbst oder? Ich habe jetzt gerade eben mal kurz da drauf geklickt, aber ich sehe ja quasi nur ein paar Sekunden oder was ich da gelesen habe. So, ich hoffe, es läuft jetzt besser. Wir müssen jetzt auch ein bisschen weitermachen. Jetzt sitze ich hier schon seit fast eine halbe Stunde und habe eigentlich gar nichts gemacht, außer das Mädchen hier spazieren zu führen und ein bisschen die Welt gezeigt. Scheiße, wo geht's denn jetzt hier schon wieder zur Stadt? Boah, ich habe mich schon wieder verlaufen, ne? Geht's da zur Stadt? Ich weiß es gar nicht mehr. Alter, ich bin hier nur am Verlaufen. Warte. Ich habe mich schon wieder verlaufen, das gibt's doch nicht, ey. Oh Mann. Wir müssen auf jeden Fall hier lang. Weil dort geht es nämlich zum Kloster. Wir müssen immer dem Kloster entgegengesetzt laufen. Dann kommen wir auch in die Stadt, das weiß ich. Was? Bedwear? Sedwear? Bedwear? Wie? Seit wann gibt's auf Twitch Mehlwehr? Oder, ja gut, ich meine, es kann ja sein, ne? Es gibt ja auch auf Twitch RioWare. Habe ich letztens erst entdeckt. Das ist so eine Art Virus. Wenn man von dem angesteckt wird, dann kommt man nicht mehr davon los. Ja, die sogenannte RioWare. Mädchen, würdest du mal bitte kommen? Jetzt sind wir auf jeden Fall richtig. Ja, das ist echt der neueste Trend. Genau. Rio, wirst du heute Abend noch streamen? Ich mache nämlich nicht so lang. Also ich wollte jetzt noch so eine Viertelstunde Loa zocken. Also wenn wir das Mädel zurückgebracht haben,
Gehe ich mal ein bisschen grinden. Einfach mal so ein bisschen in der Welt rumlaufen. Und danach, genau, kommt dann, ich weiß nicht, ob ich jetzt den Feuermagier spielen soll oder doch nochmal Dark Mysteries, also Gothic. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten nochmal gesprochen und es haben mir auch ein paar Leute E-Mails und Postmails geschickt, auch auf YouTube. Ich soll doch einfach nochmal einen sehr alten Spielstand laden, wo ich eben noch kein Sektler war. Und dann halt, ne, einen anderen Weg einschlagen und nicht als Sektler, dann hat man vielleicht diese zwei bösen Bugs nicht. Dann könnte man das Ganze nochmal auf Deutsch spielen. Aber ich bin mir da ehrlich gesagt nicht sicher. Also die Motivation habe ich überhaupt nicht mehr dazu. Ich würde dann viel lieber Dark Mysteries zocken auf Englisch, weil das, weiß ich, funktioniert. Es funktioniert als Sektler, als Gardist, als Schatten, egal welche Gilde man da spielt, das Spiel kann man bis zum Ende spielen, problemlos. Die Geheimnisse sind dir zu dunkel. Wie meinst du das? Beziehst du dich da eher auf die Bugs? Oder weil sie zu dunkel sind? Oder was? Mein Mann sieht das anders. Ich habe was anderes gehört. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen Boah, ich liebe diese Stadt hier, ne? Ich habe sie schon richtig ins Herz geschlossen. Die ist so klasse. Habe ich eigentlich schon das freie Lager Also, wie du gezeigt? sagst. Bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht Sag mir nicht, sicher. dass du das nicht gewusst hast. Ich weiß nicht, wie er jetzt bei den letzten Streams schon wieder verlaufen. Scheiße, hey. Wird sich das Also jemals ich weiß nicht, ob ändern? ich da das freie Lager gezeigt habe. Wenn Ich nicht, habe dann mir mache ich das das noch eben. gedacht. Er musste es ja besser wissen. Warum erfahre ich das erst jetzt? Ja, Timon, höchstwahrscheinlich, vielleicht, ja, nächsten Sommer oder übernächsten Sommer. Also ich schätze mal noch ein, zwei Jahre wird es schon noch dauern, bis Legend of Hashun so richtig durchspielbar ist, wo man auch diese Performance-Probleme dann behoben hat und die ganzen anderen Probleme, die jede Mod so mit sich bringt, ne? Dann müssen sie ja noch quasi noch die restlichen Kapitel auch noch fertig machen oder fertig bauen quasi. Bisher wurden, glaube ich, nur die ersten drei fertiggestellt. Sowas zieht sich schon hin. Ich habe was anderes gehört. Also ich rechne eher mal mit, wir haben Das jetzt ist ja September, wirklich. vielleicht nächsten Sommer oder nächstes Jahr zu Erzähl mir nicht Weihnachten. sowas. Aber dann haben wir hier eine Mod, Worin soll die ich mich denn noch verlieren? überdimensional groß ist. Das ist dann quasi so eine Mod wie Returning oder Odyssey. Hat auf die falschen Leute Und man wird gewartet. hier. Ich spiele ja jetzt schon Was in hat es Kapitel damit auf 1 sich? 30 Stunden lang rum. Und bin immer noch nicht Und du hast fertig. das nicht gewusst. Also die wird riesig. Das interessiert mich nicht. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, da ist die gute. Unsere Reise ist wohl zu Ende. Ich hoffe, du holst mich mal wieder ab. Ich hätte das anders gemacht. Und vergiss nicht, wofür dir Rolfus das Geld gegeben hat. Ich werde auf dich warten. Hä? Ich wundere mich Tschüss, über deine Süßer. Taktik. Das will doch keiner mehr hören. Das ist doch alles nur Gerede. Okay. Die Gute ist wieder drinne. Die geht sich wahrscheinlich umziehen und jetzt kriegen wir noch Geld von diesem Mentula. Ich habe Lupia unversehrt zurückgebracht. Das hat er gesehen. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Was ist mit dem Pfand? Ich könnte mir so etwas nie erlauben. Oh, schön. Das war's. Meinst du, mir geht es besser? Da ist die Gute. In ihrer ganzen Pracht. Auch mal zu.
Ein sehr, sehr hübsches Mädel. Tja, da kriegt die Nadja richtig Konkurrenz. Die gute alte Nadja. So. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier noch eine oder zwei andere Quests machen, ich will ja die Demo so weit wie es geht hinauszögern. Je länger ich daran spiele, umso kürzer ist dann die Wartezeit für mich auf die Vollversion. Ja, das ist vielleicht ein bisschen blöd, aber ist mir eigentlich völlig egal. Ich habe dann so einfach ein bisschen mehr Spaß an der Demo. Und jetzt laufen wir einfach mal schön zum freien Lager. Auch wenn das eine halbe Ewigkeit dauert. Ist mir ehrlich gesagt egal. Dann gucken wir uns mal das freie Lager nochmal an. Für alle, die es noch nicht gesehen haben. Das ist so eine Art, ja, Gilde oder Lager wie die Söldner. Die sehen nur ein bisschen anders aus. Haben sehr, sehr geile Rüstungen. Ja, schade. Ich denke mal, wenn Loa mal fertig ist, dann wird die Welt quasi so groß wie Myrtana sein. Und dann kann man echt so seine Runden drehen, genau. Und jetzt ist die Performance auch wieder normal. Kann man sehen, das ist nicht mehr so am Hüpfen. Witcher 3. Ich weiß gar nicht, wieso verlaufe ich mich andauernd? Das gibt's doch nicht. Ich will doch nur... wie groß ist denn Witcher 3? Ich habe das Spiel noch nicht gesehen. Ich habe außer ein paar Bilder. Ich habe das noch nicht gekauft. Das ist doch kein Geheimnis. Ich kenne überhaupt noch keinen Witcher. Also ich habe noch keins der Spiele angespielt. Aber klar, die Kritik kennt man ja und das ist durchweg auch ein sehr gutes Spiel. Und dieser Dreierteil soll ja abnormale Kritik erhalten haben. Also abnormal positiv. Wie groß ist denn die Welt von Witcher 3? Ich denke mal sehr groß, oder? Die Map ist riesig. Größer als die in Gothic 3? Und ich meine, das ist schon groß, ne? Oder die Skyrim-Map ist ja auch nicht gerade klein. Und jetzt gibt's volles Pfund aufs Maul. Was? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Noch größer. Stell dir mal vor, das muss ja alles bewoppt werden. Also mit Wops meine ich hier, so Pflanzen und so ein Zeugs. Das ist ja nicht normal. Ich habe mich eh schon gewundert, wie viele Leute da an Skyrim gewirkt haben, weil dort die Welt ja sowieso schon sehr riesig ist. Kommen sie jetzt zu zweit oder wie sieht's aus? Alleine, dann ist ja okay. Ja, ich muss ein bisschen mit Einhand trainieren, weil ich da ein absoluter Loser bin. Die Gothic Community ist abnormal. Passt doch. Ja. Oh, der ist schon normal. Naja, aber der hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht. Ja, und Rio, um dich zu ärgern, hier gibt es auch so Wops, die kann man nicht aufheben. Na, das, was du dauernd bei der Rebalance beklagst, hier, diese Pilze, die würde ich jetzt auch gern aufheben, aber die kann man nun mal nicht aufheben. Oder hier, ist auch so ein Pilz. Den einen kann man aufheben, den anderen halt nicht. Ich habe hier ganz viele kleine Pflanzen schon entdeckt, die wollte ich auch aufheben, aber nee, geht nicht, ist alt. Alles so ein bisschen Ambiente. Ach so. Also dann ist quasi Witcher 3 auch sowas wie Skyrim, wo man dann die Gebiete laden muss. Hey Lumpy. Der Rio hat da irgendwo... Ach so, nee, das war ein Link zu dem Anterra Multiplayer. Moment, ich darf mich nicht schon wieder verlaufen. Ich glaube, wir müssen hier lang. Zum freien Lager.
Ja, auch für dich noch mal kurz. Legend of Ashun ist eine Demo. An der Vollversion wird gerade heftig gearbeitet. Wir sind auch bald fertig. In absehbarer Zeit. Und das hier ist die größte Demo, die jemals für eine Gothic Mod released wurde. Ich kenne und es gibt auch keine andere, die so groß ist. Das heißt, in der man sich so lange aufhalten kann. Du spielst quasi das erste Kapitel mit circa 25 bis 30 Stunden Spielzeit. Das ist der Hammer. Ich habe jetzt schon, ich kann es dir noch mal zeigen. Ich habe jetzt schon Spielladen, Moment. Ja. Spielzeit 20 Stunden 58 Minuten. Hoppla, dann habe ich mich letztes Mal irgendwie verguckt. Oder habe ich den falschen Spielstand geladen? Jetzt hör bloß auf. Das wäre jetzt ein Ding, ne? Hä? Moment mal, da stimmt was nicht. Ich muss mal kurz nochmal abspeichern. Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, Odyssey ist auch gigantisch, aber da kommt dann noch Returning dazu und. Ah ja, genau, 26 Stunden. Jetzt haben wir es richtig. 26 Stunden und das hier sind meine ganzen Quests, die immer noch offen sind. Und ich habe noch nicht mit allen Menschen hier gesprochen. Das heißt, die Möglichkeit, noch die eine oder andere Quest zu kriegen, ist immer noch gegeben. Und ich habe 50% der Welt erst kennengelernt. Also wie beim letzten Stream schon gesagt wurde, man kann hier wirklich viel Zeit verbringen. Und das ist nur eine Demo. So, wir gehen jetzt mal eben zum freien Lager. Nepperkraut. Haben wir vielleicht irgendwo? Ja, haben wir. 15 Sekunden. Jein, Timon. Ich habe nicht wirklich langsam gespielt. Ich wollte halt gucken, dass ich halt alles so sehe und mitnehme. Und vor allem, ich habe die ersten 30 oder 40 Folgen auf YouTube so gespielt, dass ich nicht sterbe. Und wenn du halt so spielst, das ist ja quasi eigentlich eine Art Hardcore-Modus, dann brauchst du immer länger bei jedem Spiel. Das ist so. Wenn du versuchst, nicht zu sterben, kannst du halt viele Dinge erst später machen. Ja? Ich meine, wer Rio sein Spiel gesehen hat von dem letzten Stream, der wird auch beobachtet haben, dass Rio viele, viele Viecher nicht gemacht hat, weil der ist einfach zu schwach für und das bringt einfach nichts. Hätte ich jetzt so gespielt, dass ich dauernd neu lade und quasi dieses stetige Sterben in Kauf nehme, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt ja bei erst bei 15 Stunden oder so. Das stimmt schon, ja. Aber ich versuche halt immer nicht zu sterben. Das ist halt so meine Priorität, ne? Da habe ich ein bisschen mehr Realität im Spiel drin, ne? Okay. Genau das habe ich auch gesagt. Das hier ist zum Beispiel. Irgendwie Ja, das sind musste ja. es ja so kommen. Das sind sogar zwei verschiedene Rüstungen. Der Sehe arme ich jetzt. Mann kann einem leid Ist mir noch tun. gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall gehören die zum Erzähl mir freien nicht von Lager. ihm sowas. Diese zwei Chaoten hier. Das hätte ich dir vorher sagen können. Und die sind schräg drauf. Ich habe für so etwas keine Zeit. Oder man ist ein Marvin. Was meinst du damit, Lumpy? Oder man ist Speedrunner und nutzt jeden Glitch und Bug aus. Ja, das kann man sehen, wie man will. Ich meine, ich kann jetzt ja gerne hier am Lurker mal vorzeigen. Ich heile mich noch mal eben. Der ist übel stark. Deswegen habe ich den einfach mal gemieden. Ah! Tja, habe ich gespeichert? Hoffentlich. Ich kam noch nicht mal dazu zu schlagen, ne? Das geht jetzt ratzfatz hier.
Ich versuch's nochmal. Ist ja kein Ding. Hab mich gerade nur ein bisschen blöd angestellt. Normalerweise bin ich da ein bisschen gewiefter. Ich wollte nur mal kurz gucken, wo hier dieses Seitwärtslaufen ist. Obwohl ich das eigentlich... Ich benutze das eigentlich überhaupt nicht, ne? Weil ich das völlig unlogisch finde, wenn der Held so läuft. Das sieht so bescheuert aus. Wow! What the hell? Alter, würdest du mal bitte aufhören, du Drecksvieh? Ich sag's ja, der ist übelst. Hohoho, keine Chance. Wir sind viel zu heftig hier. Was heißt denn 2105? Ich habe keine Ahnung, was das ist. 2105? Ich kann damit nichts anfangen, mein Freund. Ehrlich gesagt. Versuchen wir es mal mit der Armbrust. Die hat ein bisschen mehr Dampf. Ach, das ist ja lächerlich. Obwohl wir mit der Armbrust ganz gut trainiert sind. Also das ist ein kleiner Vorgeschmack auf den Schwierigkeitsgrad von Noah. Das könnte lustig werden. Vor allem für Anfänger. Alter, der hält ja... Oh, super. Keine Bolzen mehr. Ah, toll. Hä? Warum macht er so viel Schaden, ey? Das ist ja nicht normal. Ja, doch, das ist normal. Okay, wir hauen ab. Bringt sowieso nichts. Zu schwach auf der Brust. Okay, hier geht's zu diesem freien Lager. Guck mal hier oben. Da war ich nämlich noch nicht. Vielleicht kann man hier was finden. Ja, Pilze ohne Ende. Oh. Ich sag ja, die Welt ist echt groß. Es gibt überall was zu entdecken. Ich habe letztens bei irgendeiner Folge, das war auch so ein Fels, und da war so eine Art Treppe eingebaut. Boah, Leute, ich habe da eine ganze YouTube-Folge versucht, diese Treppe hochzulaufen. Das war übelst, weil ich auf jeden Fall wusste, ich dachte, ich habe geglaubt, ich habe gehofft, wenn ich oben ankomme, dann gibt's voll die fette Belohnung oder irgend sowas. Ich bin bestimmt 100 Mal diese Treppen runtergefallen. Die muss man ganz gefühlt irgendwie hochklettern, also in einer bestimmten Reihenfolge, und das war vielleicht mühsam. Als ich oben angekommen bin, war nix. Voll die Verarschung. Das war eine richtige Verarschung. Da habe ich mir echt auch gedacht. Also manchmal... Also Easter Eggs sind ja echt schön und gut, ne? Aber das war ja echt gemein. Ich habe mich da abgemüht wie so ein Verrückter und komme dann oben an. Und was ist? Hey, toll. Kann ich die Landschaft angucken? Das war echt übel. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Aber irgendwie auch ein netter Gag, muss ich schon sagen. Jeder hat so seine Ideen, ne? Vielleicht kommt da auch noch was hin in der Vollversion, ich weiß es nicht. Wäre auf jeden Fall wünschenswert. So, wir haben auch einen Ring gefunden. Ein Ring der Magie. Ring der Lebenskraft. Ring der Holzhaut. Okay, dann lieber das hier. Ja, Windfaust. Wo ist Luga? Meine Lieblingsspruchrolle. Luga ist nicht da. Dann könnte ich ihm das zeigen. Das ist auch so eine Stelle hier. Man kommt dann hier hoch und... Einfach mal gucken.
Lieber Hell, bitte nicht rumbacken. Ich kann das nicht leiden, wenn du hier rumbackst. Hör mal auf zu backen, jetzt geht er hoch. Okay, dann machen wir es halt so. Gut. Ja, hier kann man hoch. Habe ich mir doch gedacht. Sehr geil. Boah, was für eine Aussicht. Krass. Krasse Scheiße. Zwar alles voller Wald, aber... Ja, da hinten ist irgend so eine Burg oder was? Ich glaube, das ist die Stadt Aschün. Da hinten gibt Schnee. Da hinten gibt Schnee. Da müssen wir hin. Wir müssen da auf jeden Fall hin. Da hinten gibt Schnee. Geil. Ich bin froh, dass der Renderer aktiv ist, denn das hätten wir sonst gar nicht gesehen. Da müssen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Muss ich mir merken. Also die Welt ist nicht klein, ne? Ganz und gar nicht. Geil. Das ist cool. Das ist also quasi das freie Lager, von oben gesehen. Ich meine, hier oben gibt es jetzt, glaube ich, nichts zu finden, aber... Immerhin ist das hier eine schöne Aussicht, die man so genießen kann. Ja, kann sein, Timon. Vielleicht gibt es hier irgendwie so eine Art Loa-Drachen, also Legend of Aschün-Drachen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist da hinten Schnee. Das kann man ganz deutlich sehen. Man kann auch deutlich sehen, wie riesig die Welt ist. Ne? Also hinter diesem Berg hier geht es ja auch noch weiter. Das kann man jetzt nur nicht sehen, weil wir direkt davor stehen. Und auch hier dahinter geht es weiter. Das ist schon riesig, die Welt. Krasse Scheiße. So. Das ist das freie Lager. Die haben sogar einen Tempel im Berg. Aber den durfte und konnte ich noch nicht betreten. Wobei ich da ziemlich scharf darauf bin. Ich finde das Lager sehr, sehr gelungen. Die haben sogar eine richtig schöne Arena reingebaut. Ich gehe mal eben ins Lager. Vielleicht kann ich noch ein bisschen was questen. So 5 Minuten noch und dann ist aus dem Maus. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Soll ich jetzt nochmal Dunkle Geheimnisse spielen, aber fast von Anfang an, quasi mit einem Level 10 Hero oder sowas? Also kurz bevor wir uns einer Gilde anschließen? Oder soll ich das sein lassen und irgendwann später Dark Mysteries machen? Weil ich jetzt nämlich meinen Feuermagier-Spielstand im Returning weiterzocken. Bin da ein bisschen unschlüssig. Ich habe keine Ahnung, was das heißt. Hadorsuf. Hadorsuf. Luamsfua. Was ist das? Luamsfua. Ja, leider verstehe ich Deutsch, Serbisch, Kroatisch, Englisch und natürlich Portugiesisch, aber ich verstehe nicht diese Twitch-Sprache. Die verstehe ich nicht. Hier, das sind die Kämpfer von diesem freien Lager. Geile Rüstungen. So ein bisschen, ja, dunkel. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. So ein bisschen aggressiv, gefährlich. So von der Textur her. Hey, ich bin gefährlich. Leg dich nicht mit mir an. Erik ist am Pissen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Hier kann man trainieren. Husroda. Ach so. Wir haben ihn natürlich dann doch. Ah, das ist quasi ein Lesespaß. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Hier ist die Arena. Boah, die Frames gehen hier runter, ey. Alter Schwede. Ich muss mal kurz was probieren. Ich mach mal die Welt ein bisschen kleiner. Vielleicht habe ich dann mehr FPS. Wow! 44? Alter, das ist ja krass.
keine Zeit. Das wird sich nie so sehr. Machen wir auf 3. Okay. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Kleines Flackerproblem. Boah! Trockener Mund. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ach so! Ach, ja, ja, sorry Leute, ich kam noch nicht dazu, das zu installieren. Das war keine Meinung. Wie, der Renderer hält sich bei 60 FPS. Wo hast du diesen Quatsch denn her? Das macht der Renderer keineswegs. Der Renderer hält sich bei 60 FPS, wenn du auch die Grafikkarte dafür hast. Also an meiner CPU liegt es schon mal nicht, weil die ist sehr, sehr stark. Und meine Grafikkarte ist jetzt nicht die beste, das weiß ich. Aber die sollte locker, locker 40, 50 FPS packen. Aber die packt halt eben hier nur 30, weil die Demo Performance-Probleme hat. Das hat jetzt nichts mit dem Renderer zu tun oder mit meinem System. Das liegt jetzt einfach so an der Mod selber. Was ich nicht schlimm finde. Also man kann auch hier gemütlich spielen. Was will der denn? Beeindruckende Arbeit? Was ist jetzt los? Ich habe irgendwie gerade keinen Plan, was hier oder heute im Stream passiert. Lauter so merkwürdige Sachen. Wie meinst du das? Die Show in der Taverne eben. Selten so einen geschickten Diebstahl gesehen. Hä? Da verwechselst du mich mit einem anderen. Ist ja nicht schlimm. Mach dir keine Sorgen. Ich verpetze dich nicht beim Wirt. Wir können einen Mann wie dich gebrauchen. Ich habe keine Ahnung, was der von mir will. Das wirst du schon noch früh genug erfahren. Vor allem, wir waren natürlich viele Folgen zuvor mal hier und haben mit diesem Wirt gesprochen, aber das ist schon viel zu lange her, viel zu viele Tage her. Ich weiß nicht, ob er das jetzt meint hier. Fitch hat mich beim Diebstahl in der Taverne beobachtet. Er möchte, dass ich für ihn arbeite. Mal schauen, was er mir vorschlägt. Okay, dann hat das wirklich was mit dieser alten Quest zu tun. Willst du dich nochmal mit mir anlegen, oder was? Was zum Geier ist jetzt los? Was ist das für eine Arbeit? Ich höre. Luca hat wohl seit seinem letzten Auftrag vergessen, für wen er arbeitet. Er vergnügt sich in der Taverne und treibt sich immer mit irgendwelchen anderen Gestalten rum. Du sollst ihn wieder zur Vernunft bringen, damit es hier wieder mit der Arbeit weitergeht. Wer ist dieser Luca? Luca ist ein sehr geschickter Dieb. Niemand kann mit ihm mithalten. Doch wenn die Arbeit getan ist, treibt er sich meistens irgendwo rum und ist unerreichbar, falls Not am Mann ist. Verstehst du? Verstehe. Ja, und wo finden wir diesen Luca? Ja, nirgends, weil ich gerade eben einen Absturz erlebe. Faulty Model, please report this to Degenerated. Also, lieber Rio, das ist der Fehler, den du auch bei der Rebalance hast. Den habe ich auch hier, jetzt zum zweiten Mal. Ja, da kann ich jetzt nichts machen. Hä? Das Spiel geht weiter? Was war das denn? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Das Spiel geht weiter. Also zumindest bei mir. Ich hoffe, bei euch auch. Tatsächlich! Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Abgefahren. Ja, aber Rio, das Geile ist ja, du kannst nicht weiterspielen, aber ich kann weiterspielen. Abgefahren. Also ich musste den Stream jetzt auch nicht unterbrechen oder so, ich kann einfach weiterspielen. Okay, wie soll ich ihn zur Vernunft bringen? Ich spule das jetzt einfach mal vor und wir lesen das Ganze im Tagebuch. Weil ich eigentlich, Loa jetzt beenden wollte.
Okay, wir sollen irgendwie für ihn was ins Essen reintun. Geh ins Kloster zum Alchemisten und hole Abführmittel, okay? Alles klar, machen wir dann. Wo das Kloster ist, weiß ich auch. Jetzt gucke ich mal. Ja, es läuft. Keine Probleme, nix. Krass. Also, dann gehe ich mal davon aus, Rio, dass du mit 17.1 vielleicht bessere Ergebnisse erzielen wirst bei deinem nächsten Stream. Also, ich kann weiterspielen. Es ist zwar kurz abgestürzt, aber es läuft weiter. Von alleine. It's magic, genau. Ich hab was anderes gehört. Abgefahren. Da wurde kein Fehler behoben. Du siehst ja, ich habe den Fehler. Gut. In diesem Sinne. Folge 51. Und ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Legend of Ashun. Danke, dass ihr dabei seid. Und es geht gleich weiter mit Returning oder Dunkle Geheimnisse. Ich weiß es nicht. Muss gleich mal gucken. Bye, bye.